Seit mehr als 5 Jahren leben die Schumachers jetzt hier in der Schweiz. In der Nähe des Genfersees zwischen Genf und Lausanne. Es war ein krasser Wechsel damals aus dem mondänen Monaco hierher, aber sie haben ihn nie bereut und in der Schweiz eine Heimat gefunden, die ihnen alles bietet, was sie brauchen. Vor allem Ruhe. Ich mag Berge, Landschaft. Natur ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Das war somit der Hauptgrund. Wir waren in Monte Carlo, wir haben Hunde gehabt damals schon und haben gemerkt, da fällt uns Decker am Kopf. Das ist einfach nicht passend. Und irgendwann kamen natürlich dann auch Kinder dazu und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Und Schweiz war eine sehr gute Alternative und heute sind wir sehr glücklich, die Schweiz gefunden zu haben, weil wir doch, ich würde mal behaupten, die größte Privatsphäre, wenn du mal so den Europaraum anschaust, gefunden haben. Wenn ich bei mir im Ort bin und gehe mit meinen Kindern spazieren, da juckt das eigentlich niemand. Sonntagmorgen, 10 Uhr, ein freier Sonntag für Michael Schumacher. Der Sonntag zwischen Imola und Barcelona. Und endlich einmal nutzt die Familie die Nähe der Berge. Mit, wie heißt es so schön, Kind und Kegel fahren sie in den Schnee. Begleitet von Xavier, seinem Fitnesstrainer, und dessen Lebensgefährtin. Preparations. Ein paar Setup. Ich bin die Brille am fertig machen. Wie läuft die Nase? In die Berge selber zu gehen, Skifahren, das haben wir zum ersten Mal gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Wir haben uns zwar schon sehr oft vorgenommen, speziell wenn wir von Norwegen kommen, weil wir sehr viel Spaß da haben am Skifahren, dann aber nicht mehr so die Zeit haben, nach Norwegen zu gehen. Oft gesagt, ja, jetzt müssen wir mal einen Tag Skifahren gehen. Das ist ja wirklich nicht schwierig, du fährst eine gute Stunde und ein bisschen im schönsten Ski auch. Wir haben es aber nie irgendwie wahrgemacht und jetzt hat sich ergeben, dadurch, dass mein Trainer eben auch ein sehr guter Skilehrer ist, haben wir gesagt, Schnee ist super, lass ihn losdüsen. Nein, Papa! Doch, Papa muss seine Aufgaben. Wenn man von einem privaten Ziel reden kann, dann würde ich mehr die Familie in den Vordergrund stellen und ganz einfach sagen, dass die Kinder hoffentlich eine gute Erziehung bekommen, sodass sie sehr viel Freude daran haben, aber eben dann auch später sehr gut zurechtkommen. Weil ich meine, irgendwann stehen sie auf den eigenen Füßen und müssen zurechtkommen in der Welt, in der wir leben. Und das wird sicherlich eine sehr große Herausforderung für uns beide werden, das hinzubekommen. Es gibt kein Patentrezept, da muss jeder nach seinem Gefühl handeln. Ich hoffe, dass wir das richtig machen. Hast du einen Helm an, du? Ja. Skihose? Da waren die aufgefahren. Ja, da fahren wir aber nicht, ja? Tiefschnee? Oder willst du da fahren? Mit dir. Mit mir? Mit dem Papi. Boah, guck mal, jetzt sind wir höher als die Bäume. Willst du alleine fahren? Oh!
Es wäre zwar für manche Leute schön, mal mitzubekommen, wie eben der private Michael Schumacher ist, aber es würde zu viele negative Aspekte mit sich bringen für meine Kinder, für meine Frau, die wir einfach nicht tragen wollen. Wo wir sagen wollen, meine Frau lebt ein sehr ruhiges Leben, sie kann mit den Kindern einkaufen gehen, sie kann überall hinreisen und wird eigentlich nicht erkannt. Und das Gleiche mit meinen Kindern. Insofern möchten wir das so beibehalten. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ist schon irgendwo ein ziemlich hoher Preis, den du bezahlst, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist. Du stehst ständig unter Beobachtung, dauernd werden irgendwelche Sachen von dir verlangt. Die Menschen erwarten eine gewisse Verhaltensweise von dir, auch im Privaten. Und die Menschen haben eigentlich immer nur, oder die Fans oder wer auch immer, was von mir denkt oder was von mir möchte, der hat ja nur seine Sichtweise im Kopf. Der versucht nicht in mich hineinzudenken oder vielleicht, wie sich meine Kinder dabei fühlen würden in dem Moment. Und damit stößt natürlich immer wieder auf Konfrontationen, die meine Frau ganz bewusst wo sie sich nicht aussetzen möchte und mit befassen möchte. Und das kann ich verstehen, weil ich krieg's am eigenen Leib immer wieder mit und respektiere ihre Entscheidung da voll und ganz. Noch eine Heile. Schon am nächsten Vormittag ist die Familie wieder aktiv. Michael, Corinna und Gina Maria klettern in einer öffentlichen Kletterhalle. Für ihn eine willkommene Abwechslung im täglichen Fitnessprogramm. Oft es geht, hat Michael bei seinen sportlichen Aktivitäten Corinna und wenn möglich auch die Kinder an seiner Seite. Er genießt die Anwesenheit der Familie, auch hier. Gerade Gina im Speziellen, der Kleine ist noch ein bisschen zu jung, um die Wände da hochzugehen. Wir haben es mal probiert, aber er ist noch ein bisschen zu klein. Aber Gina, wenn ich da hingehe, nehme ich eigentlich fast jedes Mal. Komm Gina, was ist mit dir? Spring nicht da hoch. Lernst du das so jetzt?